Ihr habt die Waffe? Nein, noch nicht. Ohne das Schwert hat es keinen Sinn, gegen den Fialdak anzutreten. Ihr müsst es erringen. Ja, gut. Da sagt Quake uns nichts Neues. Aber ja, ich schweife gerade ab, was ich sagen wollte. Wir haben ja eh nicht mehr viele Quests. Deswegen werde ich jetzt mal den Knochenschnitzer als nächstes angehen. Um uns noch ein bisschen zu verbessern. Wir haben schon die Stufe 14 Runen. Die 15er werden noch eine ganze Weile dauern. Ah ja, jetzt erstmal nach Tirka nach die Sonnen- und die Sternenmünze dort kaufen. Und unnötige Zauber verkaufen. Lass mich doch mal zusammenziehen. Wie viel Gold haben wir gerade? Also das ist, was wir zusätzlich an Silber haben. Das heißt, wir haben hier schon mal 5 Goldmünzen. Das heißt, wir haben 268 Goldmünzen. Ach, hier drauf sind 390. 450. 650 Goldmünzen haben wir im Augenblick. Gut. Wird Zeit, mehr draus zu machen. Tirgana. Elfenstadt. Ja. Wir haben ja hier alles gecleant. Das heißt, wir müssen hier runter. Mit der Zwischenzeit können wir die Rune austauschen. Das heißt, die Runen kommen weg. Die ganzen Zauber kommen auch weg. Und ja, hier Koffer können wir am Schluss dann verkaufen. So, also die Runen können weg. Und diese ganzen Zauber können auch weg. Nebelquarz und Achate und so, das verkaufe ich dann am Schluss. Oder den dicken, fetten Rubin. Schade, dass ich die beiden, die Schlüssel nicht verkaufen kann. So, das heißt, jetzt sind die Echosümpfe. Weil wir sollen vor den Echosümpfen aus Knochen besorgen. Und in den Echosümpfen steht auch der Menhir. Echosümpfe. Nehmen wir das Portal nach Miratur. Haltet durch, Krieger! Wir müssen aufhalten, bis Hilfe kommt! Ja, da oben ist was los. Hey, da sind die Händler. Oh ja, und ich brauche auch einen Haufen Geld noch für Knochenschnitzermesser. Also ja, Dunkelschrate gibt's hier. Von denen wir ein paar töten können.
Aber nicht alleine, da brauchen wir schon Truppen dafür. Meister? Ja, Meister. Ist übrigens auch toll, wie ich hier jetzt alleine bin. Lena hat mich einfach zurückgelassen. So, in der Zwischenzeit gehe ich mal zu dem Menhir hier runter. Alles, was ihr wünscht. Hier bin ich, Meister. Das ist leicht. So. Ja, wenn ich jetzt... Okay, jetzt haben wir Standbild, weil ich rausgetappt habe. Meister, das Gebäude ist fertig. Jetzt sollten wir wieder drin sein. Entschuldigung dafür. So, das heißt, wir holen uns von hier. Und ich habe vergessen, in Tirganach bei ihr die Münzen zu klauen. Zu kaufen. Klauen, ja. Gut, also. Ich hätte jetzt erstmal gern die Schädelmünze. Das ist. Erst Kröte, dann Hand. Ja, das Symbol leuchtet kurz auf. Hand leuchtet kurz auf. Die Stimme sagt, nimm diese Schädelmünze. Jo. Ja, Schädel haben wir schon benutzt. Das war die Mondmünze. Jetzt machen wir Auge. Und Kröte. Nimm diese Sonnenmünze. Ja. Ein Goldstück fallen lassen. Ja. Die Sternenmünze ist Schädelhand. Also. Oh. Ja, gut. Das haben wir jetzt verpatzt. Schädel und Hand. Sternmünze, gut. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Schädel. Hand. Nichts geschieht. Okay. Das heißt, wir haben jetzt die Schädel, die Sonne und die Sternmünze gekriegt. Haben dementsprechend wieder 6 Sternmünzen. Von den 9, die wir bräuchten. Ja, eine können wir noch kaufen. Da fehlen uns 2. Okay, das heißt, 2 Truhen müssen wir geschlossen lassen. Alles, was ihr wünscht. Bin schon da.
Ich gehorche, Meister. Und ja, wir wollen Hexmeister ausbilden. Das heißt, ich muss die Aria-Schreine auf jeden Fall belegen, sehr schnell. Also ja, ich brauche nicht einmal Eisen. Meister. Ich brauche... alles, was ihr wünscht. Wie kann ich dienen? Wo ist der Onyx-Schrein? Da. Ich brauche in erster Linie Aria und ich brauche mehr Stein. Habt Geduld, Meister. Und natürlich Nahrung. Meister? Ja. Meister, das Gebäude ist fertig. Ich muss erst warten, bis diese Pilze eingegangen sind. Ich kann nicht auf die Pilze bauen. Gerne. Okay, dann baut ihr mir mal ein mittleres Haupthaus irgendwo hin. Während ich mich weiter zu Fuß mal umgucke. Ja! Na gut, da kann ich auch die Jungs vorbei lang schicken. Wie kann ich dienen? So, jetzt habe ich Platz hier für das Nahrungslager. Nee. Als ob hier ein unsichtbares Pilzfeld noch wäre. Ja, Meister. Dann eben dahin. Meister, das Gebäude ist fertig. Ich gehorche, Meister. Wie kann ich dienen? Ja, Meister. So, das heißt, wir machen mal das Ding an. Dann porte ich mich mal Echo-Sümpfe. So nahe dem Goblin-Lager. Alles, was ihr schon wünscht. Da. So, hier brauchen wir wieder einen Onyx-Schrein. Verstanden, Meister. Und noch eine Pilzfarm. Ich
gehorche, Meister. So. Was verkaufst du mir denn? Die Blutedelsteine und das Knochenschnitzermesser. Na komm, kaufen wir das mal alles. Wir brauchen es nämlich später sowieso.